Hallo und herzlich willkommen zum ersten Aufbau-Special in die Sims 4. Mein Name ist Tadeli und ich sitze jetzt neben der Frau. Hat ein bisschen blöd daher, stell Fragen und lass sie mal ein bisschen am Haus bauen. Und ich baue Haus. Hallo Frau. Hallo. Gut, legen wir los. Machen wir. So, wir haben uns jetzt ein Grundstück genommen. Das letzte, was frei war. Ja. Und das geht ganz einfach, wenn ihr auf der Übersichtskarte auf ein freies Grundstück geht oder generell auf ein Grundstück, dann auf Hammer und Sichel und ab geht's. Genau. Und da könnt ihr das dann bearbeiten. Ihr könnt es komplett einreißen und wie ihr da unten seht. Übrigens, was viele nicht wissen, einreißen ist hier. Ah. Da kannst du einfach, dann macht er komplett alles weg, was drauf ist, außer der Briefkasten. Okay. Ja. So. Ja, gut, so. Dann legen wir los. Wir müssen uns mal überlegen, was wir bauen wollen. Du machst einfach. Wie hier unten links steht, unendlich Geld. Das heißt, ihr könnt bauen. Ja. Bis zum Umfallen. Gut, was wollen wir denn bauen? Ein Haus. Ja, wäre das Beste. Dann müssen wir uns überlegen, für wen. Für reiche... Jetzt im Ernst? Ja, soll ich jetzt so eine kleine dunkle Burg bauen? Ja? Genau. Eine kleine dunkle Burg. Okay. Fangen wir dann einfach mal an mit der Eingangshalle. Genau. Also das Let's Play oder das Let's Bow, Let's Tutorial, wie auch immer. Wir abseits des normalen Let's Plays laufen. Und da werden ab und zu mal ein paar Folgen davon kommen. Und Ja, los geht's. Genau, wenn ihr Fragen zu irgendwas habt, einfach in die Kommentare damit. In der nächsten Episode werden wir das dann auf jeden Fall beantworten. Ja. So, denke ich auch. Was hast du da jetzt gemacht? Empfangsbereich. Okay, und du hast das Haus schon ein bisschen angehoben. Ja, das habe ich gemacht. Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich das so hoch lasse oder ob ich es noch höher mache, weil man kann es halt so hoch machen, aber das ist irgendwie hart übertrieben. Ja. Darum lassen wir das erstmal mittelmäßig. Hart übertrieben. Okay. Und das ist das Zentrum unseres Hauses. Uiuiui. Ja. Indem ich schon mal einfach random Treppen platziere. Warum? Weil wir ein zweites Stockwerk haben. Wenn wir das haben? Werden wir, natürlich, hallo. Warum funktioniert das nicht? Warum hast du immer noch das Tutorial an? Wie geht das aus? Das muss man im Origin machen. Ach so? Ja. Nein, das ist zu viel. Okay. Ja, das muss man. Also, wenn es euch nervt, einfach im Origin mal schauen. Unter Einstellungen, dann müsst ihr das. Ja, ganz genau. Da kann man dann das ausstellen. Da kann man dann auch ausstellen, wenn es Leute stört oder die halt nicht so den leistungsfähigen PC hat, dass Origin im Hintergrund nicht läuft oder laufen muss, damit das Spiel läuft. Ja, ich werde jetzt nicht über Origin sagen. Das lässt du jetzt. So. Fertig. Ah ne, du hast... Danke fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag. Es ist nicht wunderschön. Wo ist... Aha. Ja, tricky, tricky. So, wir haben jetzt den Eingangsbereich. Soberweise, Moment, ich muss mal raus. Weil ich ja ein alter Hase bin. Sie ist ein alter Hase? Stelle ich hier meine Sims 3 Kamera ein. Und habe dann die Sims 3 Kamera. In der ich nämlich... Nee, wollte ich gar nicht. Spanel. Drück auf Spanel. In der ich nämlich mit dem Mausrad das hier machen kann. Das kannst du sonst nämlich gar nicht machen. Also Mausrad gedrückt halten, oder wie? Ja, Mausrad gedrückt halten und dann kannst du hier so... Das kannst du mit der Norm... Ich weiß nicht, warum sie das bei Sims 4 nicht standardmäßig gemacht haben. Und da mit der rechten bewegt man sich dann halt so hin und her. Und dann brauchst du nämlich die Pfeiltasten nicht mehr. Unglaublich. So, dann machen wir weiter. Ja. Wollen wir mal sehen. So sieht's aus.
Dann brauchen wir eine Veranda. Upsi. Eine Veranda. Die ist ein bisschen groß. Die stellen wir hier so hin. Und drehen hier rum. Sieht dein Sommerhaus an? Nee, noch nicht. Mensch. Jetzt ist sie am Haus dran. Wo die auch ein bisschen sehr groß ist. Okay, dann haben wir die eine Seite. Dann machen wir jetzt die andere Seite. Hast du, wenn du so ein Haus anfängst zu bauen, irgendwie schon so eine Grundidee? Ich hatte jetzt für heute eigentlich eine Grundidee gehabt und du hast mir da völlig zwischen gefummelt. Geil. Meistens suche ich mir aus dem Internet irgendwelche, wie sagt man, wie nennt man die Dinge? Blaupausen. Nee. Grundrisse von Häusern und versucht die dann irgendwie nachzubauen. Ja. Was nicht immer so einfach ist mit dem Maßstab von Sims, weil die meistens selbst die kleinsten Häuser, die man sich so raussuchen mag im Internet, werden bei Sims irgendwie immer riesig. So, dann haben wir das. Wir haben den Eingangsbereich. Von dem Eingangsbereich... Brauchen wir eine Tür? Nein. Ja, nee. Brauchen wir erstmal, haben wir hier... Willst du so einen Kasten haben? Küche und... Küche und Esszimmer. Das wäre ein bisschen... Das passt schon. Wir machen das so ein bisschen White House-mäßig. Was ist denn White House? Na, das Weiße Haus. Ne? Dann sag auch, wie das Weiße Haus. So? Oh, nee, das ist jetzt, ich glaube, da fehlt ganz viel oder eins zu wenig. Aber das ist ja kein Problem, das kann man bei Sims 4 ja wunderbar ganz einfach lösen. Ja, das passt. So, dann haben wir hier Wohnbereich, Küchbereich. Der Küchbereich. Dann machen wir hier, ich nehme trotzdem die Pfeiltasten, weil jetzt habe ich mich schon dran gewohnt. Und machen wir als Verbindung dessen hier ein Essgedöns. Ich glaube, das passt. So. Also du hast jetzt da Küche und Wohnen. Nein, da ist Küche, hier ist Wohnen und hier ist das Diner. Wie die Amerikaner ja gerne sagen, Official Dining Room. Ja, aber wir machen es ja französisch, also... Achso, ich dachte, wir machen... Rome de Diner. Ich dachte, wir machen das gotisch. Achso. So. Gotisch. Was? Ich meine, denn gotisch? Ich glaube, Goten sind praktisch gesehen, ohne jetzt was falsch sagen zu wollen, Deutsche. Jetzt haben wir ja ein kleines Problem. Denn da hat er die Wand einfach weggemacht. Aber das ist kein Problem. Kann man einfach drüber setzen. Unglaublich. Das ist cool. Ja, den machen wir gleich weg. Ich muss jetzt hier erstmal noch so einen Schnubbel setzen. Und dann kann man hier die Knubbel wegmachen, wenn man die Schnubbel gesetzt hat. Wenn man die Knubbel gesetzt. Genau. Falls ihr irgendwelche Baustile haben wollt, die wir in der nächsten Episode mal durchbasteln, wie gesagt, einfach in die Comments schreiben. Wir suchen uns dann das Beste raus, so das, was am besten gefällt, beziehungsweise das, was am meisten gewünscht ist. Und dass ihr auch ein bisschen mit einbezogen seid. Wie gesagt, alle Fragen einfach in die Kommentare. In der Folge dann auf jeden Fall beantwortet. Und ich denke auch, dass ich dir auch Video nochmal also drunter so beantwortet, aber wir dann auch so. Und ich habe keine Ahnung, was wieder aber. Ganz genau. So. Bla bla. Wir wollen, dass dieser Eingangsbereich zweistöckig ist. Mhm. Mit einer Galerie. Hier. Ja. Das Problem ist, dass du nicht wie in den anderen Sims-Teilen einzelne Tiles vom Boden weglöschen kannst, sondern der immer den kompletten Raum, die Raumfläche weglöscht. Was ihm nicht kacke ist. Also müsstest du theoretisch jeden Raum mit einem so einem Viereck basteln. Nö, das gar nicht. Das machen wir einfacher. Wir machen einfach, es gibt diese Flat Square. Das sind Räume ohne Wände. Das ist einfach nur sozusagen das Areal, das man setzt. Die dann einen eigenen Raum haft, sozusagen. Das hat man dann hier, dann machen wir das so. Das ist jetzt ein eigener Raum und das ist ein eigener Raum. Mm. So. Jetzt hätte ich eigentlich auch gleich noch die Wände setzen können, das war totaler Blödsinn.
Aber machen wir es so. Jetzt kannst du aus deiner Mitte weg. Kann ich das? Huch! Jetzt sind meine Treppen verschwunden, aber das ist nicht schlimm. Die sind verschwunden wegen den Wänden. Nee, doch, ich muss es tatsächlich so machen. Weil der Raum, also sobald der Raum keine vier Wände, mindestens vier Wände mehr hat, gilt er halt nicht als Raum und nimmt dann alles, was daneben an ist, noch mit rein. Ja, super kompliziert. Ja, ist es. Ja, nicht kompliziert. Warum ist denn das jetzt? Ich bin gerade ein bisschen in die Krise. Aber ist okay. Setzen wir einfach die blöden Treppen nochmal. Es halt wirklich teilweise macht dieses Spiel einem super einfach. Andererseits macht es einem. Ist das nicht hier? Nein. Nein, hier kommt so ein Rundleuchter hin, weißt du, so, hier. Zeig's dir. Danke. I show you. Beleuchtung. Da. Nehmen wir hier. Am besten hier so ein Burgding, weil du wolltest ja gotisch. Ja. So, aber der ist ja zu klein. Darum machen wir größer. Wie hast du das gemacht? Das habe ich mit Shift und der. Frag mich nicht, wie diese Taste heißt, diese Accent de Gu und Accent de, weiß ich nicht, was ist. Wobei das ja komisch ist und sehr widersprüchlich, da irgendwie im Forum jeder bei jedem irgendwie eine andere Tastenkombination funktioniert, um Sachen größer zu machen. Also größer geht immer, nur kleiner geht nicht mehr. Also man kann es größer machen, aber wenn man es dann doch kleiner haben will, dann muss man es wieder löschen und nochmal neu machen. Weißt du, und dann hast du hier so einen krassen. Unglaublich teuer. Ja, das ist alles ein bisschen. Gut, dann bauen wir jetzt erstmal die Außenwände fertig. Wo waren wir? Da sind wir. Dann brauchen wir Zimmer. Wie viele Zimmer brauchen wir denn? Schlafzimmer. Okay. Also so ein Zwei-Personen-Riesenhaus. Ohne Kinderzimmer. Riesengossi. Bossigs haben keine Kinder. Dann bauen wir einfach. Dann die 2014. Machen wir Schlafzimmer, dann machen wir hier das angrenzende Ensuite-Badezimmer. What? Ja. Dann haben wir hier Spielzimmer und noch ein Büro. Nee. Nicht? Hier oben, da kannst du so ein Fence-Zaun drum machen und da können sie oben drauf. So, das nennt man Terrasse. Ja. Ich weiß was, das machen wir schöner. Machen wir. Das machen wir. Den nehmen wir nämlich. Hier. Er wird sich ja wieder. So weit, aber das ist gar nicht drin. Einen Balkon anbringen. Obwohl der dann eigentlich auch wieder rund sein könnte. Das passt dann besser. Okay. Nochmal auf Anfang. Dann bringen wir hier so einen Balkon an. Erstmal hier zwischendrin den Zaun, damit nämlich das jetzt ein Dings gilt. Ich mach's zwei. Und das ist einfach. So. Machen wir hier die Wand. Dann haben wir hier einen Balkon. Juhu. Ja. Können Sie da auch drauf sitzen? Ja, natürlich können Sie das. Das ist ja das Schöne, was du ja früher hattest. Da musstest du ja echt immer ein so ein Ding freihalten, wo die durchlaufen konnten. Hm. Inzwischen reicht so ein halbes Ding, wo sie durchlaufen können. Also die Pathfinding ist super intelligent gemacht worden. Darum stehen die sich auch nicht mehr ständig im Weg. Hm. Weil die sich halt überall durchmogeln können. Okay. So, dann kümmern wir uns jetzt um die Galerie. Machen wieder den Raum ohne Wand. Wo jetzt wieder die Wand verschwindet. Blauerweise. Und waschen den Boden. Ist doch. Jetzt ist aber die Wand weg. Jetzt ist aber jeder Boden weg. Ich will gerade nicht so wie sonst immer. Jetzt ist der Boden wieder da. Dann machen wir den Boden wieder weg.
Gucken wir mal, ob wir den so neu setzen können. Nein, natürlich nicht. Dann müssen wir nämlich... so Boden setzen. Hm. Oh. Ist da jetzt Boden? Jetzt ist da Boden. So, den begrenzen wir jetzt erstmal. Das Schöne ist, du kannst einfach erstmal so einen Zaun ziehen. Und den dann ganz einfach, wenn du dir einen anderen Zaun aussuchen willst, kannst du den einfach drüber setzen, ohne groß ziehen zu müssen. Kannst du klicken. Du kannst aber auch hier mit der oberen Option kannst du einzeln die Zäune ziehen. Mit der unteren kannst du nur Zäune dahin setzen, wo schon ein Zaun ist. So. Und das machen wir dann nachher ganz nach Stilrichtung. Oh ja, ja. Ich aber gerade. So. Haben wir das. Gut, dann haben wir das Grundkonstrukt dieses Hauses fertig. Ja. Nicht rein. Nein. Aber das ist auch nicht schlimm, weil das sind so die Sachen, kann man zum Schluss machen. Da überlegt man sich dann, welche Farbe man gerne hätte. Sucht sich dann danach den Kram aus. Wandhöhe. Dann noch so eine Sache. Machen wir gerne mal ein bisschen höher. Dann kann man hier nämlich... Das ist für das komplette Stockwerk. Also man kann leider nicht einzelne Räume... Oder wenn du jetzt hier nebenan so einen kleinen Schuppen bauen willst, der im ersten Stock ist, dann hat der auch dieselbe Höhe. Leider. Wie kacke ist das denn? Ja, das ist... Fehlt dann noch so ein bisschen an Kleinigkeiten, die man hätte besser machen können. Will er das? Er ist. Was be placed so. Gut, dann lassen wir das erstmal so. Ja. Ja, dann schauen wir mal. Dach. Warum ist hier jetzt wieder nichts? Manchmal wirklich ein bisschen doof. Jetzt hier einfach noch mal komplett neuen Raum. Aus optischen Gründen. Weil es gibt diese Dachkanten-Dinger, die total hübsch sind, aber ich finde es noch hübscher, wenn man diese irgendwas Richtiges hier, sowas zwischen die Etagen setzen kann. Sowas kannst du aber nur setzen, wenn da drüber noch eine Etage ist. Und hier ist jetzt keine Etage, hier ist eine Etage. Also kann man sowas drüber setzen. Es muss immer eine Etage drüber sein. Und ich habe jetzt hier praktisch eine Etage drüber gepackt. Da kann ich immer noch ein Dach drauf bauen, das ist kein Problem. Ist halt, weil hier keine dritte Etage drüber ist, macht er das hier nicht. Das ist halt ein bisschen so. Okay. Das sind so die Tricks. So. Brauchen wir ein Dach? Hatte ich eigentlich vorgehabt, diese Säulen bis nach ganz oben reichen zu lassen. Aber der lässt mich nicht da Säulen hinbauen. Warum auch immer. Er sagt mir, da muss ein Floor hin. Also lassen wir den da. Und machen hier einfach einen großen Balkon. Und dann sieht es wirklich aus wie das schwarze-weiße Haus. Das schwarze-weiße Haus. So weit vorne. Gut.
Ohne? Ohne irgendwie. Hübsch. Feuchhöhen. Feuchhöhen. Ja. Was? Ja, mit deiner weg. Ja. Ups. Das passiert mir viel zu häufig. Gut, dann brauchen wir jetzt ein Dach. Dach ist so eine Sache. Ne? Na, da habe ich dich ja letztens fluchen hören. Da kannst du Stunden mit verbringen und am Ende darfst du trotzdem alles löschen. Aber da kann man sich wunderbar kreativ auslassen. Im Gegensatz, ich meine, gut, in Sims 3 konnte man das auch, aber das war so ein Riesenaufwand. Meistens, zumindest. Weil du da dann rumschieten musstest ohne Ende und... Die Arbeit haben sie einem jetzt abgenommen. Machen wir es einfach mal ganz simpel. Ein großer Freund ist immer die Alt-Taste. Weil wenn man die gedrückt hält, kann man, egal was man macht, ob man ein Objekt dreht oder ob man ein Objekt größer, kleiner macht oder höher oder tiefer, wenn man die Alt-Taste drückt, geht der nicht mehr nach dem vorgefertigten Gitter, was es halt so gibt, sondern man kann wirklich minimal so eine Sachen hoch oder runter verschieben, also wirklich aufs Kleinste hin. Also wenn ich jetzt die Alt-Taste drücke, siehst du, wirklich Zentimeter. Und wenn ich sie nicht drücke, macht er halt immer nur nach dem Gitter, was vorgegeben ist. You know. Ja. Yeah. Das sieht doch schicker. Na, ist halt ein großes, klotziges Haus. Oh. Weil ich jetzt gerade sehe, dass ich hier nämlich auch noch einen Boden setzen muss. Ja. Also die Standardumrandung ist ja jetzt, nehmen wir mal das hier, finde ich immer ganz hübsch. Nehmen wir so ein Schwarz, weil wir wollen ja gut. Haben wir hier jetzt Standard schwarze Dachumrandung. Was jetzt nicht so spektakulär aussieht. Diese komische Dicke, die ist einfach nur hässlich. Aus wie Lego. Was aber hier blöd ist, weil du hast, es sieht halt aus, als würde das Ding einfach in der Luft schweben. Da kann man jetzt hier auch so ein gleiche wie hier. Na, funktioniert nicht. Gut, dann halt nicht. Und darum nehmen wir dieses. Ich weiß gar nicht, wie heißen so eine Dinger. Prises and Exterior Trims. Okay. Exterior Trims. Wir wollen es ja gotisch. Leider geht das nicht in ganz schwarz. Gucken, was wir hier haben. Das ist hübsch. Auf Baby. Machen wir das hier. Wabab. Wabab. Geht leider immer wieder bloß einen Raum nach dem anderen, was teilweise gut ist, andererseits manchmal auch nervig. Okay, dann haben wir das. Zen. Das sieht doch schon mal schön aus. Hier müsste man... Jetzt brauchen wir Farbe. Was wollen wir denn? Holz, Stein? Offen? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich bin nur hier für blöde Fragen. Mist. Machen wir es jetzt so. Und rum dann hier. Ist er wieder. Extra machen. Fertig. Jetzt, wo wir das haben, kann man gucken, ob es da irgendwas Passendes für das Fundament gibt. Zum Beispiel das hier. Tata. Blütata. So. Weißen Zäune sehen noch ein bisschen deplatziert aus. Darum ändern wir die auch gleich. Nehmen etwas Gotisches.
was möglichst auch in Schwarz vorhanden ist. Hältst du davon? Jo. Diese kann man halt einfach mit einem Klick komplett, ohne das alles immer wieder neu ziehen zu müssen. So, haben wir das. Alles. Okay. Alles schwarz wie deine Seele. Ja. Okay, dann machen wir hier. Ja, ja. Ich bin dabei. Ich kann was Passendes finden. So. Schick. Und jetzt? Nee, doch nicht. Nee, noch nicht. Oh, wenn du. Kann man nämlich auch einfach klappen. Schon hast du. Krass. Aber da hast du halt da unten wieder das doofe Standard-Gedöns-Wand. Und so Kleinigkeiten. Die kann man auch einfach dem Wanddingens einfärben. Hm. Boden? Holz oder Stein? Nee, für die Außenseite schon. Und würde ich sagen. EcoCraft Hardwood Flooring. Wow. So. Jetzt können wir an Türen und Fenster denken. Genau. Dann brauchen wir jetzt eine schöne Tür. Wir können uns überlegen, wir haben ja das untere Stockwerk ein bisschen höher gemacht. Das heißt, wir können eine höhere Tür benutzen. Dann wirkt das alles portaliger. Mhm. Das Blöde ist leider, dass in Sims 4 fast alle Türen und alle Fenster immer irgendwie weiß sind. Also es gibt... Es ist leicht frustrierend, weil alles immer weiß ist. Und jetzt habe ich gerade gemerkt, siehst du? Mhm. Das ist, wenn man mit ungeraden Zahlen baut, weißt du? Jetzt wird's lustig. Das ist der Vorführeffekt. Den müsst ihr bereinigen. Das ist relativ simpel. Jetzt bei anderen Sims hätte ich mir jetzt, glaube ich, die Kugel gegeben. Hätte nochmal alles gelöscht und nochmal von vorne angefangen. Hier ist das relativ fein. Ich will nur eins weiter. Wo machst du das? Achso, weil da oben noch. Oberen Stockwerk. Ja. Ach stimmt, das hatte ich ja zwei geteilt. Ist das jetzt richtig so? Ja, okay. Ist das nicht schön? Anderes Problem ist auch, dass im Allgemeinen, dass im Allgemeinen die Spielwelt und vor allem die Zimmer, ich kann so viele Fenster reinmachen, wie du willst, es ist immer Stockduster. Selbst wenn du da dann Lampen reinhängst, es ist einfach immer Duster ohne Ende. Und es gibt dafür eine Light-Mod, wo die, Dinger automatisch, ach was soll's, wo die Lampen, wo sie das Licht halt heller machen, dass du halt wirklich was drin siehst. Weil es ist im Moment... nicht so der Fall. Sonst müssen wir das Dach noch nachschieben. Und nicht nur das, sondern auch diese komischen Räume. Muss ich mal gucken, dass ich mit etwas Glück diese Räume angeklickt bekomme. Ich meine, du kannst ja auch noch, theoretisch könnten wir ja ganz verrückte... What? Das?
sieht so ein bisschen windschief aus. Auch das obere Mädels. Wo waren wir? Türen. Türen hatte. Ich hatte Türen. Dann hast du gerade einen Krampf bekommen, weil es nicht gepasst. Ganz genau. Wir gucken einfach mal, vielleicht gibt es ja hier eine Tür, die besser passt. Die nicht zwingt. Vielleicht sind sie alle weiß. Ich meine, guck, das sind alle, sind einfach, kann man nicht mal, sind nicht mal andere Farben, sind alle einfach weiß. So, das ist teilweise echt frustrierend. Ja, da gibt's nur. Nehmen wir halt die. Die jetzt ganz dunkel. Nehmen wir die. So. Dann haben wir schon mal die. Da weiß ich, da gibt es verschiedene Fenster, die da ganz gut zupassen. Vom gleichen Stil her. Zum Beispiel die hier. Machen wir hier schon mal. Skriblenz. Runter. Achso, stimmt. Tja, der wieder nicht mehr so hoch wie das andere. Gucken wir hier. Den ganzen Spaß auch noch in klein. So. Haben wir das. Weil wir Licht gerne haben, machen wir gleich mehrere. Tun wir das? Tun wir. Aber wir sind doch Gothics. Ja, wir müssen doch den Mondschein reinlassen. Ich weiß jetzt nicht, warum der hier... Achso, ja, Treppe. Alles klar. Treppe. So, dann löschen wir hier nochmal die blöden Wände weg, weil ich die nicht mag. Mag euch nicht. So, dann haben wir das schon. Dann schauen wir mal. Dann haben wir hier eine Küche. Dann mach doch erstmal außen rum. Ja, ja, mach ich ja. Aber ich muss ja trotzdem, weißt du? Ja. Weil in die Richtung kommt dann in der nächsten Episode. Und ich jetzt hier nicht 4 Stunden in so einem Video. Nicht? Nee. Und doch ein bisschen sehr viel. Außerdem dauert es. Ewigkeiten zu rennen. So, weil dann hier schön Blick raus in die Natur. Siehst du, wie schön das funktioniert, wenn man mit geraden Zahlen baut? Das ist herrlich. So, das ist eigentlich schon mehr als genug Licht. So kann man hier in aller Ruhe in der Küche Schränke hinstellen und so, ohne dass man ständig, ich denke, scheiße, da ist schon wieder ein Fenster, muss ich das wieder verschieben? Hm. Bla bla. Ja, ich weiß, aber ich mache erstmal das. wo wir schon mal dabei sind, muss ich jetzt das passende, ich glaube, das war's. So, wollen wir das vorne auch anbringen oder wollen wir das? Ja. Ja, einfach dann so eine Treppe hinbauen ist ja ein bisschen hart. Ja. Genau, ich finde irgendwie ist mir das ist mir so nah, die ganze Geschichte. Mit diesem Kreuzchen hier, Move House, kann man das Haus moven. So. Du kannst das Haus drehen, das komplette Haus, und du kannst es woanders hinstellen. Hm. Jetzt haben wir hier, jetzt können wir hier so Brunnen und so Scheiß dahin tun. Awesome. Haben wir mehr Platz. Wer braucht schon Hintergärten? Brauchen einen anständigen Vorgarten. So, dann brauchen wir oben Fenster, kleine Fenster. Ja. Ach, und Tür. Tür. So, dann nehmen wir hier kleine Türen. Was? Ja. 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 Mhm. Genau. Oder sind die zu groß? Die sind zu groß. Nehme ich die. Ja. Soll ich die nehmen? So. Fenster. Nehmen wir mal die kleinen. Dann ist das nicht alles dieselbe Pampe. Hier wieder mehr als genug Licht drin. Hier hinten, weil hier hinten ist ja so Private
Room. Da braucht man ja nicht zwingend irgendwie die ganze Nachbarschaft zum Reingucken. Ja, aber ein paar Fenster. Ja, auf jeden Fall, aber halt nicht unbedingt so Panoramablick auf die Kloschüssel. Ich? Wenn du das brauchst, ist die Frage, was wir nehmen. Sieht alles doof aus. Das sollte reichen. Jo. Super. Da brauchen wir noch. Tada. Hört ihr was auf? Ne? Tada. Ja. Ja. Hast du gesehen, ne? Ich wollte nicht sagen, weil ich selber drauf gekommen wäre. So sieht's aus. Nur noch, das Dach sieht doof aus, wenn ich das mal so sagen darf. Erstmal passt das dann nicht. Sieht man jetzt bei Tageslicht, dass das viel zu hell ist. Funktioniert nicht. Natürlich nicht. Darum müssen wir uns was anderes überlegen. Nein. Das ist Tapete. Doch egal, weiß doch keiner. Das hier ist Tapete. Nein. Nehmen wir halt das, ist ja auch geil. Dach. Die? Mhm. Wollen wir irgendwo noch einen Kamin haben? Nö. Weil da kann man nämlich hier. Ach so. Die krassesten Geschichten. Kamin. Ja, die. Der Wind dann Latsch. Der Welt und Classic, toll. Ja, Larsch. Da ist wohin? Da? Oder ins Esszimmer? Ganz. Weg dahin. Okay, dann haben wir das nämlich auch geschafft. Wuppdi-doo. Dann machen wir, weil das hier sieht nur ein bisschen kahl aus. Es gibt auch noch, also theoretisch kannst du echt viel Zeug machen, so Krams. Wo du dann noch... Nee, Quatsch, so ein Krams. Wo du dann noch... So eine... Das siehst du jetzt unter dem Ding, sie nicht so richtig. So eine... Immer. Das mal kurz weg. Siehst du? So eine Ornamente. Gedönsens. Oder so eine. Dieses. Das können wir eigentlich so. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Muss ich sagen. Aber jetzt fehlt es da an der Seite wieder. Das ist doof. Ja, doof. Da müsste ich das jetzt wieder als einzelner Raum. Dann mache ich das doch. Warte mal kurz. Mach das mal schnell. Mach das. Nein, ich will einen einzelnen. Obwohl, nee, halt. Ich glaube, ich weiß nicht. Muss noch ein bisschen tricksen. Total. War das jetzt das, was ich wollte? Nein. Aber das ist okay. Nein. Ach, du willst mich doch vor Kackeiern. Mach mal das jetzt. Dann müsste das hinhauen. Well. Probieren wir es mal aus. Tada, siehst du? Kann man die hier noch? Ups. So, und schon sieht man hier vorne. Diese wunderschönen Ornamente. Und weil man da trotzdem diesen blöden weißen Rand hat und ich so ein bisschen pupsig bin, was so Details angeht,
Machen wir das so. Aber jetzt da oben. Da eines Fenster. Müssen wir mal gucken, wie das passt. Weil wir ja jetzt, das ist der Nachteil daran, wenn man mit geraden Zahlen baut, diese kleinen Fenster ja immer bloß ein Teil sind und die halt nie wirklich mittig sind. Hm. Weißt du? Das geht leider nicht mit alt. Die Fenster, die bleiben irgendwie immer an dem Gitter dran. Warum auch immer. Hm. Aber wir können mal versuchen, ob wir das mit größer machen, irgendwie hinschummeln können. Ja, dann ist es wieder zu groß. Schade. Ah, oh, warte. Machen wir schon. Und ich mache was. Nee, ist ein bisschen sehr groß. Oder so. Jetzt ist so weiß wieder. Auch wieder halb weiß. So modern. Oder so richtig. Fertigmäßig. Funktioniert das mal wieder. So hoch und runter geht. Nur halt immer nicht zwischen dem Gitter. Sowas. Ginge. So. Dann haben wir in den Grundzügen. Jetzt fehlt halt, sind halt innen noch die Türen. Aber das ist Mini-Popelkram. Jetzt nehmen wir die hier. Immer Türen. Nehmen wir hier. Einmal das Schlafzimmer. Und das. Immer eine Tür hin. Unten machen wir es ein bisschen anders. Die hier. Da machen wir es ganz anders. Und zwar tricksen wir hier wieder ein bisschen. Können wir nämlich. Also das funktioniert nur, wenn Zäune die Wand sind im Prinzip. Kannst du, diese Dinger, wenn denn dann Säulen da stehen. Anstatt diese Türtorbögen. Also die sowas hier, anstatt sowas einfach reinzusetzen als Tür, kannst du halt diese Dinger hier benutzen. Wie gesagt, da muss dann immer erstmal ein Zaun stehen. Den kannst du danach auch wieder löschen. Kein Problem. Nein, nicht das. Und die bleiben dann trotzdem bestehen, aber der Zaun muss halt erstmal da sein. Weil in die Wand geht es. Jetzt sieht das auch schön aus. Hm. Ne? Was? Da noch eine Tür. Da noch. Oder? Oder wollen wir die einfach immer so laufen? Ja, stimmt. Dann machen wir da noch. Wir können noch. Ja. 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 Alter. Unter die Treppe? Jo, ja. Sieht aber ein bisschen verloren aus. Was? Passenderes? Leider nicht, nein. Nehmen wir die, was soll's. Sieht ja nicht ganz so. So, Schicki. Nee, das gefällt mir nicht. Hm? Nee, hier, also eine Sache hier gefällt mir nicht. Und dass das hier so überall ist. Finde ich irgendwie doof. Wir lassen es dabei. Dann haben die Türen auch einen Sinn, weil ja, die haben sonst keinen Sinn. Ja. Gut. Dann haben wir das. Dann sind wir fertig. Hey, dann sind wir damit fertig? Ja. Sehr schön, dann gehen wir nochmal in die Sicht. Ach, mal an. So,
Ja, und damit sind wir auch mit der ersten Special-Folge von Let's Bau, Let's Tutorial, wie auch immer, in die Sims 4 fertig. Mein Name ist Tala wieder und beim nächsten Mal geht es dann wieder weiter mit der Frau und der in Richtung von unserem Gothic-Hau. Ja. Ach nee, Gothic ist ja immer so gut. Nein, egal. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Und tschüss. Ich sage zuerst tschüss. Tschüss. Ganz schön frech, die Frau. Tschüss.